Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Grounded. Ich hatte jetzt vor, mit euch mal hier runterzugehen. Achso, ich sollte auch vielleicht mal speichern zwischendurch, dann passiert nicht so viel, hoffe ich. Wow. Denn ich meine mich zu erinnern, dass ich eigentlich noch nie hier unten war. Nicht wirklich. Oh, hier haben wir nochmal Quarzit. Denn die brauche ich ja natürlich in Hülle und Fülle. Ja, nicht nur ich wahrscheinlich, sondern alle anderen auch, die das Spiel spielen. Okay, ich hoffe, ich finde hier auch irgendwann mal wieder raus. Okay, falscher Hammer. So, ich nehme doch lieber den anderen wieder. Gott. Ich bleib erstmal hier oben. Ah, noch mehr. Sind die alle hingeregnet? Es rieselt Quarzit. Dadurch, dass die Lampe wirklich nur so punktuell ist, ist natürlich ein bisschen schwierig. So, laufe ich jetzt auf richtig? Ja. Krass, Mann, wie viel man hier kriegt. Sollte ich mir auf jeden Fall merken. Danke, ja, für die Info. No Ma'am, glaube ich, war das. Oder, ja, spreche ich das richtig aus? No Ma'am? No Ma'am? Habe ich alle? Ich hoffe. Wow. Auch mit Wasser hier? Wartet mal. Jetzt kann ich es ja mal ausprobieren. Okay. Da ist auch noch eine pure Wissenschaft. Wundert, immerhin. Das ist einfach nur ein Felsen, den man nicht bearbeiten. Kann ich tauchen? Ja, irgendwie habe ich dann trotzdem nicht. Na, wie geil ist das denn? Ach so, wartet mal. Hätte ich jetzt auf die andere Seite gemusst? Kann ich das überhaupt? Nee, ne? Geht gar nicht. Nee. Sei denn, ich komme hier irgendwie rauf. Nö, sieht nicht so aus. Okay. Oder ich übersehe wieder irgendwas. Boah, ist das unheimlich. Wenn ich jetzt da runter gehe, komme ich doch nie wieder hoch, oder? Was ist denn hier? Nichts. So, jetzt bin ich wieder am Ausgang, ne? Ja, so, okay. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo war jetzt die pure Wissenschaft? Ich glaube hier, ne? Nee, Moment. Nein. Einen Moment, Leute. Ich habe schon wieder die Peilung verloren hier. Ach, da unten war sie, ne? Wie komme ich jetzt da runter? Ohne mir den Hals zu brechen?
bringen, nehme ich an. Wo war denn jetzt die pure Wissenschaft? Ach, das war der Punkt. Ah. Okay. Naja, gut, dann gehe ich jetzt erstmal wieder raus hier. So, und ziehe mir aber auch direkt jetzt wieder meinen Hammerhelm an. Wow. Sogar dunkel geworden schon. Komm, renn mal ein bisschen. Ich denke, wir werden jetzt hier ein bisschen ausharren. Also jedenfalls für diese Nacht. Wobei, ich könnte ja noch... Achso, jetzt habe ich so viel Quarzit, ne, dabei. Vielleicht sollte ich die mal wegpacken. Ne, das ist die falsche Truhe. Die hier ist es. Okay, ich habe... Ne, das ist eine Kiesel. Einmal 30. 40. 50. 52. Na, ist doch schon mega. So. Achso, die Augenklappe könnte ich ja mal wegpacken. Habe ich zwei davon. Ja, okay. Dann ist es so. Dann ist es so. So, dann sammle ich noch die groben Seile hier ein bisschen ein. Mhm. Gleich ist auch Schlafenzeit, nehme ich an. Genau. Wenn man von Teufel spricht, bricht die Nacht hinein. Okay. So, dann gehen wir schlafen. Feeling a little low energy. Need to recharge. Hydration is the key to performance. Ja, ist in Ordnung, meine Gute. So, was habe ich eigentlich an Wissenschaftspunkte jetzt? 2, 4. Ich habe gar keine Eichelbrocken mehr, stelle ich gerade fest. So, dann werde ich mal die... Whoa. Die 6 essen. Ach, ich überlege gerade. Ich glaube, ich lasse mal die hier. Sprösslinge. Mal hier. Weil die kriege ich ja eigentlich überall. So, und dann dachte ich mir, gehen wir mal ein bisschen Eicheln kloppen. Und zwar nur die, die jetzt hier sind. Ach so, nee. Genau. Bleib hier. Wartet mal kurz. Ja. Ist hier nicht ein Brocken mit rausgekommen? Nein? Nicht? War jetzt knapp daneben, ne? Hier ist ein Brocken. War hier nicht irgendwo noch eine Eichel? Ehrlich? Habe ich mir das gerade ausgedacht?
Ich weiß, hier sind mehrere Eichen noch, aber ich meine jetzt hier vorne an gleich. Naja, gut, dann... Dann ist es so. Wie viel habe ich denn jetzt gesammelt? 6. Naja, immerhin. Okidoki. So, Bombardierkäfer bräuchte ich noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe wieder irgendwas vergessen, hier mitzunehmen. Hier schnarcht eine Spinne. Ah, hier sind so viele Stängel, aber jetzt damit durch die Gegend laufen, wäre unklug. Taktisch unklug. Beim Vorbeigehen. Was habt ihr für Feinde? Diese kleinen süßen Samtmilben? Ja, Ton habe ich jetzt gerade auch überlegt abzubauen, aber im Grunde brauche ich das nicht, denn dort an der Hecke, im Sumpfgebiet, sage ich immer, gibt es da genug. Jetzt ein Bleistift. Bei den ganzen Larven. Larven geht weg von mir. Ja, nee. Jetzt hänge ich auch noch. Genau, hier ist die. Nee, hier ist nicht die Insel. Meine Güte. Meine Stimme geht weg. Ja. So viel zu meiner Brücke, die ich nicht nutze. So, hatte ich hier nicht noch irgendwie? Hier sagt schon, wie heißt es? Wo man die Nadeln rauskriegt? Boah, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Distel, eine Distel, genau. War hier nicht irgendwo eine Distel? Oh! Hallo, Feder. Achso, wartet mal. Dann kann ich auch gleich das hier noch abnehmen. Gut. Einmal dahin. Und dann die nächsten drei. Sehr gut. Was habe ich denn hier noch drin? Ja, die hier zum Beispiel. Quarzit. Wo habe ich ein Quarzit jetzt eigentlich? Genau da. Wunderbar. Jetzt habe ich einen Bereich mehr sogar. 10, 20, 30, 40, 47. Na, ist doch super. Dann kann ich hier auch gleich die Eichenschalen reinmachen. Hier ist gerade meine Nachbarin, die Spinne, unterwegs. Irgendwo. Genau, so. Wo war jetzt hier nochmal eine Distel? Irgendwo in der Nähe war doch einer. Da täusche ich mich gerade wieder. Ich weiß nur eins, ich sollte mal kurz die Sonnenblume, nee, nicht die Sonnenblume, die Pusteblume bearbeiten. Am besten zu meinem Vorteil natürlich.
Löwenzahn. Wie komme ich denn auf Pusteblume? Ach, keine Ahnung. Wisst ihr, was ich auch noch schön finden würde in diesem Spiel? So an manchen Stellen eine Sonnenblume zu haben. Sonnenblumen sind doch auch schön. Und vielleicht kann man daraus ja sogar ein Dach bauen. So ein Pavillondach oder so. Jetzt ist die Frage, wo ich das gerade reinarbeite. Mache ich das jetzt? Das Tor lasse ich auf jeden Fall noch unberührt. Nehme ich jetzt die Treppe? Nee, wobei. Was brauche ich denn für die Treppe noch? Ach komm, dann ist die auch fertig. Komm, machen wir. Machen wir, machen wir. So. Dann haben die Wichsen schon den berechtigten Stängel. Und dann machen wir die Wand fertig, genau. Und dann hole ich jetzt noch den letzten Stängel. Habe ich eigentlich hier noch ein paar gelagert? Ja, guck mal, hier sind noch ein paar. Sehr schön. Meine Notfallration. Für was auch immer. Ja, Ausdauer. Lässt grüßen. So, hier ist das hin. Ach, da. Ach, da ist es ja. Heppala, hepp. Wo sind eigentlich die Mücken, die Beine? Also die eine, die war doch hier irgendwo. Ach, da oben. Die gehen einem auch nicht mehr so auf den Senkel, ne? Ist es euch auch schon aufgefallen? Ich finde schon. Ach so, nee. Moment. Genau. Dann nehme ich noch mal zwei hier, ne? Von meiner Ration hier. Damit die Wand dann auch fertig ist. Ach nee, hier lang. Komm schon. So. Ja, sehr gut, sehr gut. So, jetzt brauche ich insgesamt 16 Eierschalen. Habe ich die überhaupt? Na klar habe ich die. So, und wie viel grobe Seile? Ach, egal. Nehmen wir mal 19 mit. Tada. Juhu. Die erste Wendetreppe steht. Also, ne? Ne, grobe Seile. Wieder zurück. An deinem Ursprungsort. Ja, cool. Ja, cool, ja, cool. Dann mache ich mal die nächste Blaupause dazu. Einmal drehen. Ja, perfekt. Und dann da drüben auch nochmal. Sehr schön. Ich höre schon wieder einen Propeller. Hubschrauber. Da oben, guck mal. Da oben fliegt die Mücke. Very interested. That tastes really good. Ja, das finde ich auch. Okay, dann esse ich noch mal was. I've had worse, I guess. Mann, 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 die lernt's nicht, ne? So, wo war jetzt noch mal eine Distel?
Ich glaube, bei den Bombardierkäfern da vorne. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge herausfinden. Denn dies ist jetzt vorbei. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Likes und auch für eure Kommentare. Und habt noch einen schönen Abend, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.